Wir haben alle unterschiedliche Eigenschaften, aber einige Menschen zeichnen sich mehr als andere durch Merkmale aus, die sehr außergewöhnlich sind. Hier sind 10 Frauen, von denen du nicht glauben wirst, dass sie tatsächlich existieren. Bevor wir anfangen, vergiss nicht, uns zu liken. Abonniere auch unseren Kanal, um keines unserer Videos zu verpassen. Und nun, let's go! Nummer 10. Abby und Brittany Hensel. Abby und Brittany Hensel sind wohl die berühmtesten siamesischen Zwillinge, die es gibt. Erstaunlich ist, dass sie bereits 2012 ihre eigene Show hatten, die auf TLC ausgestrahlt wurde und engagierte Fans hatte. Etwas, das ihre Existenz absolut einzigartig macht, ist aber die Tatsache, dass jeder Zwilling seinen eigenen Kopf hat, während sie alles andere an ihrem Körper teilen. Nach Aussage der Zwillinge standen ihre Eltern vor der herzzerreißenden Entscheidung, sie entweder chirurgisch zu trennen oder sie zusammenwachsen zu lassen. Sie entschieden sich für die letzte Option, da die Wahrscheinlichkeit groß war, dass sie einen der Zwillinge verlieren würden. Doch obwohl sie nicht getrennt wurden, mussten sich beide Mädchen mehreren Operationen unterziehen, darunter einer, um das Wachstum von Abbys Wirbelsäule zu stoppen, nachdem das Wachstum bei Brittany aufgehört hatte. Obwohl Abby und Brittany Hensel fast alles zusammen machen können, hat jeder Zwilling die Fähigkeit, eine Körperhälfte zu kontrollieren, sodass sie selbst die einfachsten Aktivitäten wie Gehen koordinieren müssen. Dies ist aufgrund ihres einzigartigen Körpers gar nicht so leicht. Diese tapferen Zwillinge haben den Widrigkeiten in ihrem Leben aber getrotzt und können schwimmen, laufen, Fahrrad fahren und sogar gemeinsam Auto fahren. Nummer 9. Jocelyn Wildenstein. Alec Wildensteins Ex-Frau Jocelyn Wildenstein ist nicht nur wegen des Namens Wildenstein oder der Publicity, die mit der Scheidungsgeschichte einherging, berühmt. Jocelyn ist berühmt für ihren ausgeklügelten Lebensstil und extreme plastische Chirurgie. Die in der Schweiz geborene Schönheit zog erst nach ihrer Heirat mit dem heimlichen Milliardär und Kunsthändler in die USA. Berichten zufolge hatte Alec Wildenstein eine unerklärliche Liebe zu Großkatzen, was dazu führte, dass das Paar über 4 Millionen Dollar ausgab, um Jocelyns Gesicht anzupassen und ihr ein katzenhaftes Aussehen zu verleihen. Interessanterweise lernten sich Jocelyn und ihr Mann auf einer Safari kennen. Mit 7 Facelifts, Augenrekonstruktionen und Collagen in Lippen und Wangen behauptet die 75-jährige Geschiedene, dass sie mit ihrem rekonstruierten Gesicht zufrieden ist und alles bekommen hat, was sie wollte. Es gibt jedoch Gerüchte, dass sie häufig in eine Klinik geht, um einen offensichtlichen Fehlangriff zu korrigieren. Noch schlimmer ist, dass sie von Alec betrogen wurde und für den Rest ihres Lebens mit ihrem verfuschten Gesicht leben muss. Nummer 7. Julia Gnus. Julia Gnus muss sich sicherlich keine Sorgen um Halloween-Kostüme machen, da sie bereits wie ein wandelndes Kostüm wirkt. Sie führte ein ziemlich gewöhnliches Leben, bis sie Sonnenbrände bekam, die seltsame Narben auf ihrer Haut hinterließen. Nach mehreren Krankenhausaufenthalten und entsprechenden Tests wurde bei Julia Porphyrie diagnostiziert, ein Hautzustand, der sie daran hindert, ohne Hautirritationen draußen zu sein. In einem Versuch, die ansonsten bleibenden Narben auf ihrer Haut zu verdecken, schlug Julias Freundin, eine Schönheitschirurgin, vor, Narbenbereiche zu tätowieren, die ihr nicht gefielen. Der Beginn einer langen Reise. Nachdem sie eine Narbe an einem Bein mit einer Tätowierung bedeckt hatte, hörte Julia nicht auf, bis sie ihr gesamtes Bein bedeckt hatte und bewegte sich dann zu ihren Armen, ihrem Bauch und ihren Rücken. Ihre Sucht nach Tätowierungen hielt an, bis sie jeden Teil ihres Körpers bedeckte, was ihr den Namen The Illustrated Lady einbrachte. Interessanterweise hat Julia in 5 Jahren mehr als 80.000 Dollar für Tätowierungen ausgegeben und alle ihre Tätowierungen wurden vom selben Künstler gezeichnet. Obwohl diese Tätowierungen nicht verhindern, dass ihre Haut bei Sonneneinstrahlung Blasen bekommt, verbergen sie die entstandenen Narben gut. Nummer 6. Kim Goodman. Irgendwo in Chicago hält Kim Goodman aus Illinois den Weltrekord für den weitesten Augapfelvorsprung. Kim Goodman ist eine ganz normale Person, außer dass diese normale Person ihre Augen um bis zu 12 mm aus den Augenhöhlen herausstechen kann. Sie entdeckte ihr Talent, als sie einen Schlag auf den Kopf bekam und ihre Augäpfel viel weiter heraussprangen als normale Augen. Was ihre Fähigkeit noch unglaublicher macht, ist die Tatsache, dass sie die Fähigkeit besitzt, ihre Augen auf Stichwort springen zu lassen und wenn sie gähnt. Im Jahr 2004 nahm das Guinness-Buch ihre Fähigkeit, ihre Augen heraustreten zu lassen, in ihre Jubiläumsseite der 10 besten Kunststücke aller Zeiten auf. Stell dir mal vor, Kim Goodman schaut dich in echt so an. Irgendwie scary. Nummer 5. Valeria Lukianova.
Als kleines Mädchen hatte Luca Nova eine beeindruckende Auswahl an Barbie-Puppen. Es machte ihr auch Spaß, ihre Puppen in süße Outfits zu kleiden. Im Gegensatz zu anderen Mädchen kam sie jedoch nicht über ihre kindliche Liebe zu diesen perfekten Puppen hinweg. Luca Nova interessierte sich sehr für ihre Barbies und war fasziniert von Barbies makellosen plastischen Aussehen, ihren proportionierten Abmessungen und ihren gemalten Aussehen. Die natürlich schöne Valeria fand Wege, die körperlichen Merkmale ihrer Lieblingspuppe anzunehmen und hat sich den Namen The Real Life Barbie redlich verdient. Obwohl Valeria schwört, dass ihre puppenähnlichen Züge das Ergebnis einer strengen Diät und Übungen sind, haben Kritiker behauptet, dass sie eine Nasenkorrektur, eine Augenbrauenstraffung, eine Wangen- und Nackenverkleinerung, eine verformte Kieferpartie, eine Fettabsaugung an ihren Gliedern, ausgehöhlte Schultern, eine Bruststraffung und eine modellierte Bauchstraffung gehabt haben muss, um genau so auszusehen, wie sie jetzt aussieht. Nummer 4. Michael Ruffinelli. Michael Ruffinelli hält derzeit den Rekord des weltweit größten Hüftsatzes. Und ja, das bedeutet, dass Michael durch die ein oder andere Tür seitlich gehen muss. Die LA Diva war durchschnittlich groß, bis sie nach der Geburt ihres ersten Kindes begann, drastisch zuzunehmen. Während ihr Appetit ziemlich unersättlich wurde, kam der größte Teil ihres Gewichts von ihrer vorstehenden Hüfte. Michael wiegt etwas mehr als 190 Kilo und muss täglich etwa 5000 Kalorien zu sich nehmen, um ihr Gewicht zu halten. Mit einer 40 Zoll Taille stellt sie ihre Sanduhrform zur Schau, da die Taille im Vergleich zur Größe ihrer Hüften wirklich winzig erscheint. Die vierfache Mutter sagt, dass ihr Mann ihre Kurven liebt und dass sie die Leute bei jedem öffentlichen Auftritt immer ihr Handy rausholen. Obwohl Michael sagt, dass sie keine gesundheitlichen Probleme hat, sagt ihre Tochter, dass ihre Mutter nicht wirklich lange stehen kann und Angst hat, dass sie den gleichen Weg einschlagen wird. Michael hat jedoch nicht vor abzunehmen, da sie sehr stolz auf ihre fast 100 Zoll breiten Hüften ist und ihr Aussehen als einzigartig und weiblich beschreibt. Nummer 3. Jyoti Amge. Kleinste, kürzeste, winzigste. Das sind Adjektive, mit denen Jyoti vertraut ist. Die 25 Jahre alte und 23 cm große Jyoti Amge trägt derzeit den Titel der kleinsten Frau der Welt. Sie kann den Versuch aufgeben, wie eine Erwachsene behandelt zu werden, da die kleinwüchsige Schauspielerin sogar von zufälligen Fremden aufgehoben wird. Laut ihrer Mutter war Jyoti von durchschnittlicher Statur, bis sie etwa 5 Jahre alt war. Als sie älter wurde, stellte sich heraus, dass ihr Wachstum durch eine Art Störung behindert wurde. Später stellte sich heraus, dass sie an einer Form von Zwergwuchs leidet und nie über eine bestimmte Höhe hinauswachsen wird. Normalerweise wären Frauen mit dieser Art von Zwergwuchs doppelt so groß wie Jyoti, sodass sie wirklich eines der einzigartigsten Wesen ist, die auf der Erde wandeln. Während der Schwangerschaft gab ihre Mutter an, dass sie sehr besorgt war. Schon damals war klar, dass Jyoti anders sein würde. Die zierliche Schauspielerin hat sich jedoch nur auf die positiven Möglichkeiten konzentriert, die ihre Größe mit sich bringt und arbeitet sogar in der Show American Horror Story mit, wo sie andere ebenso einzigartige Schauspieler und Schauspielerinnen kennenlernen konnte. Ihre Eltern, vor allem ihre Mutter, sind sehr stolz auf die Leistungen ihrer Tochter, aufs College zu gehen, zu Schauspielern und sogar ihren Weltrekordstatus zu rocken. Nummer 2. Aneta Florczyk. Die in Polen geborene Aneta Florczyk ist die stärkste Frau der Welt. Dabei ist Aneta eine von Natur aus schöne Frau, obwohl sie 270 Kilo stemmen und Lastwagen hochheben kann. Ihre Aktivitäten im Kampfdreikampf begannen, als sie 16 Jahre alt war. Danach trainierte sie für die Wettbewerbe zur stärksten Frau der Welt. Aneta hält den Rekord im Heben erwachsener Männer über ihren Kopf und im Halbieren von Bratpfannen mit einem aktuellen Wert von 5. Sie hat auch die meisten Siege im Wettbewerb World's Strongest Woman erzielt. Nummer 1. Christina Ray. Eine Frau, die verzweifelt wie Jessica Rabbit aussehen will, hat den skurrilen Titel, nach 100 Silikoninjektionen die größten Lippen der Welt zu haben. Die damals 22-jährige Christina Ray war überzeugt, dass ihre dünnen Lippen sie hässlich machten und so entschied sie sich für eine Vergrößerung im Stil ihrer Lieblings-Cartoon-Figur, die mehr als 4000 Pfund kostete. Nach mehr als 100 Silikoninjektionen hat Christina die größten Lippen der Welt. Mit einer offensichtlichen Sucht danach, unter das Messer zu kommen, fühlt sich Christina mit ihren übergroßen Lippen großartig und ist laut eigenen Aussagen sogar froh, wenn die Leute sie anstarren oder Fragen stellen. Sogar mit den größten Lippen der Welt hat Christina Pläne enthüllt, sie noch größer zu machen, um ihr das perfekte Cartoon-Charaktergefühl zu geben, das sie sich wünscht. Danke fürs Zuschauen, like dieses Video, wenn es dir gefallen hat und klick auf Abonnieren, falls du uns noch nicht abonniert hast. Bis zum nächsten Mal, ciao!